In der heutigen Zeit gibt es sehr viel mehr Hagelereignisse durch den Klimawandel und es gibt im Moment keine Holzbeschichtungen, die dem Hagel widerstehen. Selbst bei kleinen Hagelereignissen mit Hagelkörnern von etwa 1 cm Durchmesser werden Holzoberflächen im Außenbereich, beschichtete Holzoberflächen, in der Regel so beschädigt, dass sie später renoviert werden müssen. Mein Name ist Tina Künniger. Ich arbeite als Wissenschaftlerin in der WoodTech-Gruppe an der EMPA in Dübendorf und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Holzoberflächen und mit Beschichtungen für Holz im Außenbereich. Ausgangslage für dieses Projekt ist die Tatsache, dass die Holzbeschichtungen, die heute am Markt existieren, im Schweizer Hagelregister keine Zuordnung zu einer Hagelwiderstandsklasse haben. Und das ist zum einen schlecht, weil diese Beschichtungen eben beschädigt werden und zum anderen, weil auch aus versicherungstechnischen Gründen Holzbauteile dementsprechend nicht für die Außenhülle von Häusern beworben werden. Im hier vorgestellten Projekt HAVI wollten wir herausfinden, ob man mit nanofibrillierter Zellulose die Beschichtungen entsprechend armieren kann, um so den Hagelwiderstand der Beschichtung zu verbessern. Dafür haben wir entsprechende Beschichtungen mit nanofibrillierter Zellulose hergestellt. Wir haben sie auf Holzproben appliziert. Wir haben sie dann mit einer Hagelmaschine hier in der EMPA in Dübendorf mit Eiskugeln beschossen, haben diese Eindrücke begutachtet und haben dann diese Proben in die freie Bewitterung gegeben und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals bewertet. Durch das Einbringen von bis zu 5% Zellulose konnten wir den Hagelwiderstand verbessern. Die Eindruckstellen waren weniger tief, sie hatten weniger Risse und auch weniger starke Risse oder Abplatzungen. Nach der einjährigen Freibewitterung mussten wir allerdings feststellen, dass die Hagelschläge, auch die, die nach dem Behagen nicht sichtbar waren, zu einem späteren Zeitpunkt alle deutlich als kleine schwarze Kreise sichtbar waren, da es eben doch zu, auch bei den kleinen Hagelschlägen, zu ganz feinen Haarrissen kommt. Wir konnten in diesem Projekt zeigen, dass nanofibrillierte Zellulose als Armierung in Beschichtung tatsächlich zur Verbesserung eines Hagelwiderstandes führen kann. Allerdings sind die Arbeiten noch nicht so ausgereift und man müsste dort weiter ansetzen, um mehr Zellulose in die Beschichtung einzubringen und auch die Beschichtung chemisch anzupassen, um die Schlagsichtigkeit zu verbessern und somit eben auch den Hagelwiderstand der Beschichtung weiter zu verbessern, um irgendwann die Hagelwiderstandsklasse 2 für Holzaußenbauteile zu erreichen.